Willkommen zurück nach einer längeren Pause von diesem Let's Play Sniper Ghost Warrior. Ich hatte eigentlich vor, diese Aktion wieder früher zu starten, nur leider hatte ich nach meinen technischen Problemen wieder technische Probleme. Doch jetzt habe ich das geregelt. Falls hier wieder technische Probleme sein sollten, werde ich es auf jeden Fall lösen können. Ihr werdet im Hintergrund ein leichtes Rauschen hören. Das liegt daran, dass direkt neben mir eine Baustelle ist und dementsprechend halt ja das Mikrofon ein bisschen am Wackeln ist. Und dadurch halt dieser Geräusch entstehen kann. Wir sind genau hier stehen geblieben bei unserem Anfang Let's Play. Und deswegen werden wir jetzt genau hier weitermachen, würde ich sagen. Zwei Kerle stehen ideal für einen Doppelkill. Vorsicht! Я что-то слышал! Ist mal scheiße, haben sie uns direkt im Visier, ey. So, erstmal so. Ruhig machen. Jetzt darf ich mir einen aussuchen. Wir nehmen uns den hier, der uns im Visier hatte. Weiter ruhig stehen bleiben. Ha! Wow! Müsst ihr beide machen. Guter Schuss. Oh, die Sense des Todes. Okay, weiter. Vorsichtig. Ich habe auch mal ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Themen vorbereitet, die ich gerne mal ansprechen will, die mir ein bisschen auf dem Herzen liegen in der Art und Weise. Erstmal begeben wir uns natürlich in Deckung. Wir müssen sie ablenken, um zum Strand zu kommen. Ich hoffe, ich... Lass uns C4 im Haus einsetzen. Das sorgt für ordentliche Ablenkung. Roger. Ich hoffe, dass ich auch immer zum Reden komme irgendwie. Weil ich werde natürlich nicht das Spiel überreden. Muss ich mich dahin bewegen? Okay. Und zwar... das erste Thema. Und zwar die Bevölkerung an sich, die wir hier zurzeit haben. C4 liegen. Hat kein Blassen mehr, wie es okay, ist. Okay, Ladungen sind platziert. Nett zu sein. Okay, lass uns abhauen. Wir zünden die Ladungen, sobald wir weit genug weg sind. Und zwar habe ich nämlich einmal bin ich in den Laden gewesen und dann ist ja so ein kleiner Einkaufsladen. Und halt. Ja, jetzt lass mich doch mal reden hier. Es ist halt scheiße. Als ich dann so eine behinderte Dame gesehen habe, die halt nicht vernünftig laufen kann, halt einen Rollator vor sich halt her schob. Und sie wollte sie durch eine Tür gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe hier halt mal die Tür aufgehalten. Ich habe die Tür wunderschön aufgehalten und geholfen. Geh! Hier und die durch. Leute haben mich blöd angeguckt, weil ich das getan habe. Warum? Darf man dann nicht mehr helfen? Ist das ein Verbot, irgendwie zu helfen? Gehöre ich deswegen jetzt zu der Al-Qaida oder sowas? Ganz ehrlich. Ja, das denke ich mir die ganze Zeit. Wie unhöflich kann man sein? Letztens bin ich durch den Park gelaufen. Halt! Letztens bin ich durch den Park gelaufen. Was mich nicht sehen kann, kann mich nicht sehen. Was ich nicht sehen kann, kann mich nicht sehen. Durch den Park gelaufen. Und alles voller Müll lag da rum, Papier und hast du nicht gesehen. Was hat der gute Skyline gemacht? Der Skyline, der hat halt dann das Papier aufgenommen, hat sie mehr geschmissen. Lass sie vorbei. Die haben mich gut angeguckt deswegen. Es hat geklappt, weiter. Das weiß ich nicht. Darf man wirklich nichts Gutes mehr tun? Ist die Welt wirklich schon so erbärmlich in sich zusammengesunken, dass sie alles, was nett ist, nicht akzeptieren mag? Schnell ins Wasser! Ich finde das eigentlich echt erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man was Nettes tut, dass man dafür blöd angeguckt wird. In einigen Völkern ist das gang und gäbe, dass man sich aushilft. Ich glaube, die sind wir los. Ja, diese Ruinen müssten zum Dschungel führen. Dann ist es zur Wache ein direkter Schuss. Jetzt muss ich mal meine Figur ein bisschen ausruhen lassen. Alter, ist das gut. Ja, es nervt einfach nur total, dass du, wenn du versuchst, was Gutes zu machen, einfach dafür bestraft wirst im Endeffekt mit bösen Blicken. Wie kannst du es wagen, der Frau, der Person, der Umwelt zu helfen? Was geht mit dir, Alter? Das ist einfach unnötig. Man muss einfach mal mehr machen in seinem Leben, ganz ehrlich. Und ich bin ja so der Meinung, so ein bisschen Karma und sowas, ne, existiert überall so ein bisschen. Feuer einstellen, abwarten. Frei, leg an. Ich habe einiges Gutes im Leben getan und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt drei Autounfälle, die ich eigentlich hätte
wo ich hätte sterben können, überlebt habe. Und dann sehe ich einfach mal, okay, sicher, los. Danke, ich habe das Gutes gemacht und das akzeptiert Kontakt, irgendwer. Erledigen Sie gleichzeitig. Und deswegen kriegst du jetzt das Leben geschenkt, sag ich jetzt einfach mal dazu. Ich bin jetzt nicht derjenige, der an Gott glaubt. Ich bin auch kein Scientology-Typ. Ich bin, ja. Ich glaube eigentlich, das Einzige, was ich glaube, ist an die Freiheit. Die Freiheit ist das Wichtigste, was es gibt. Los. Ist das, woran ich glaube. Wenn man damit nicht zurechtkommt, dann... Ja, hab Pech gehabt. Auf geht's. Es gibt für mich keinen Gott, es gibt für mich keinen Allah, es gibt für mich keinen Delfin-Menschen. Am Boden und sonst was ähnliches. Naja, okay. Ja, und ich sag mal einfach mal, man tut sich selber was Gutes, wenn man einfach mal selber was Gutes tut. Irgendwann wird das zurückgezahlt. Mehrere Ziele unterhalb von uns. Wir müssen sie ablenken, bevor es weitergeht. Ich schiele auf den Treibstofftank des Lasters. Macht sicherlich eine Menge Lärm. Na los. Ja, und das kotzt mich einfach voll an. Also Leute, akzeptiert einfach mal, wenn jemand da steht und irgendwas Nützliches tut für die Welt, dass man ihn einfach nicht mit blöden Blicken bestraft. Ansonsten, wenn ich das nächste Mal sehe, drehe ich mich um und hau ihn in die Fresse. Ehrlich. Akzeptiere ich einfach nicht mehr diese Unhöflichkeit zwischen uns Menschen und unsere Interaktion miteinander. Das ist, ach, keine Ahnung. Könnte man sich jetzt Stunden drüber aufregen. Aber es ist einfach nervig. Nicht schießen, sie spielen uns in die Hand. Aber verstanden. Wo willst du denn jetzt hin, der Schmuck? Ja, ich muss ein bisschen gucken, dass ich... Ausschalten. Da, schnell. Guter Schuss. Sehr unkompliziert. Ich muss, hab letztens halt ein... Kommentar bekommen, dass ich mal ein bisschen mehr reden soll bei diesem. Deswegen habe ich mir jetzt mal sitzen. Scharfschütze am Glockenturm weiter weg. Er hat gute Sicht, wir müssen ihn erledigen. Oha, das ist ein extrem weiter Schuss. Geht doch! So, wir haben uns gesehen. Das bringt also jetzt nichts. Umgebung sichern. Irgendwer oder irgendwas weiß, dass wir da sind. Der nächste Mal ist unserer. Ja, scheiße. Ich habe nicht meinen ersten Schuss getroffen. Das war schon mal schlecht. Und wo kriegt ihr? Следите за ним. Oh, das war ein Quickshot. Will ich jetzt einfach mal vermuten. Oh, ich muss nachladen. Fuck it. Ich habe auch keine Zweitwaffe oder sowas. Oh, ich habe eine Pistole. Gehaunt? Keine Ahnung, ob ich ihn gehaunt habe. Boah, hab ich das gut gemacht. Mit der Pistole hier. Uniform hinter uns gesichert. Feindtruppen sind neutralisiert oder beschäftigt. Weiter zum Treffpunkt. Verstanden. So, lauf mal ganz gesucht weiter. Ich weiß nicht, was ist denn eure Meinung dazu? Sollten wir heutzutage noch... Okay, Cole, das anderen ist meine helfen, Sache. Oder? Ich decke Keller und seine Männer, du sicherst eine gute Position auf dem Glockenturm der Kirche. Viel Glück. Dir auch. Oh yeah, ich bin cool. Ja, keine Ahnung, ich werde trotzdem weiterhin noch Gutes tun für diese Welt. Das tut's ja keiner. Feindliches Boot, ducken. Bleibt unten, lasst es vorbei. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, so viel ist sicher. Können wir überfahren werden? Können wir überfahren werden? Können wir überfahren werden? Ich müsste... Oh Gott. So, jetzt kriege ich hier ein bisschen Luft hier. Jetzt wäre ich fast erstickt.
Wäre zwar schön, das mal so zu erleben, ab wie ungefähr das so ist, aber ich habe jetzt keinen Bock dazu. Das kann ich ja mal machen. Und nebenbei nächstes und so. So, dann.